Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge Staffel 6 und immer noch ist unser Gast bei uns. Hallo. In der letzten Folge sind wir mit dem Cliffhanger stehen geblieben, dass er Wolle braucht und da gehen wir jetzt auch mal hin. Auf jeden Fall, ganz viel. Das ist unser Ratsplatz hier Okay. mit dem Brunnen, das ist das Rathaus. Okay, oh ja. Das ist ein bisschen hoch. Ja, da kann man auch dort oben auf so eine Plattform, da waren wir letzten Silvester drauf und haben dann Feuerwerk begutachtet. Oh, schön. Das ist hier die Karte, wie es aktuell ausschaut, die ist aber noch nicht aktualisiert. Okay. Das ist eigentlich die Altstadt drauf gewesen, aber beim Kopieren ist das eben ein bisschen kaputt gegangen, da musste ich die alle neu abgehen und das sieht jetzt ein bisschen neuer aus. Schön. Hier ist der Brunnen, da ist der Weihnachtsbaum dahinter. Okay, ja gut, jetzt ist. Sind auch ein paar Marktplätze, Marktstände. Das sind Dorfbewohnersbahnen. Siehst du Ach hier so. unten, ja, geht das durch. Das ist Glas bis unten durchgezogen und da gehen in alle vier Himmelsrichtungen dann Türen und das ist ein Dorfbewohnersbahnen. Das ist wie so ein Dorfplatz, kann man das ansehen und da fühle ich mich zu Hause. Okay, ja gut. Hier ist das große Lager. Wenn du was brauchst, findest du es hier. Okay, ja gut, das ist jetzt schon ein bisschen größer. Wie gesagt, durch das Kopieren sind die Rahmen nicht mehr da. Das stand alles eigentlich in Rahmen. Darum sind hier wenig Schilder. Okay. Aber hier ist das ganze Holz. Ne? Hier ist das ganze Holz in der Reihe. Alles klar, okay, habe ich jetzt gerade gesehen, das ist Glas. Glas, nee. Ich brauche ein bisschen Wolle. Wo haben wir denn hier Wolle? Wolle, da gehen wir jetzt hin. Ah, okay. Sehr schön. Hier ist übrigens das Rathaus, das Rathaus, das Gericht und das ist das Silo, was ich angesprochen habe. Okay. Und ja, das sind meine Schafe. Oh, okay. Und das zu trennen, ja, das mit viel Wut verbunden. Kann ich mir vorstellen, weil die Und meistens auch nicht hier so wollen, wie du willst, irgendwo ne? sind versteckte Truhen, da ist irgendwo Wolle. Die sind Scheren. Zur Not kannst du dir die auch scheren. Also ich hole die Wolle. Wo ist die Wolle? Ja, dann schere sie die mal. Okay, mache ich. Aber ja, Bevor hier. mir jetzt Ewigkeiten der Wolle Ja. auf der Suche sind. So, wo geht man hier rein? Ach so, hier. So. Schnipp, schnapp. So, zack, zack. Ich war 16, ja. Genau. Nehme ich gleich mal mein Bettchen hier mit. Fresst mal alle schön. So, ich schau gerade mal, aber so normal weiße Schafe hast du gar nicht, ne? Oder hast du auch irgendwo ein paar weiße Schafe? Doch hier oben, das sind die Kontraste, die habe ich abgesondert. Okay, ah, okay. Die sind hier. Alles klar. Mysteriöse So. Weiße sind die schwarzen und hellgrauen Schafe irgendwie gestorben. Da gibt es nur eins von jeder Sorte nur noch. Oh, das ist ja schade. Die So, kann man hab sich ich ja jetzt. züchten. Stimmt. Außer die schwarzen, da brauchst du Tintenbeutel dafür. Ich guck mal gerade, ich habe jetzt 33 weißen Teppich. Jetzt geh ich noch mal kurz zu den roten Schafen. Und dann habe ich eigentlich genug Wolle. So viel Wolle brauche ich eigentlich gar nicht. Guck Ich mal, glaube, ich muss mal erst. den Schnee hier wegmachen. So, rot. Zack. Gut, das habe ich. Weiß 33, rot 33. Ist noch vom Winter über. Bleibsel. Okay. Warte mal, jetzt kann ich die hier noch verarbeiten. So, weiße Wolle. So, du hast noch. Einmal. Zack. Okay, jetzt habe ich genug. Und die Schere mal zurück. Zack. Die Schere kannst du zur Not behalten, wenn du noch Wolle brauchst später. Ja, dann hole ich mir die später, falls ich noch was brauche. So, jetzt wird's heikel. Jetzt muss ich wieder den Rückweg finden. Zu meinem Bauplatz. Da ging's hier hinten lang, ne? Jo, wir können auch hier oben rumgehen, da haben wir ein bisschen was abgespeckt gleich mit. Okay, ja, mach du. Du kennst dich hier besser aus. Genau, bevor wir das ganz vergessen, hier hinten ist so ein bisschen was Abgeschiedenes. Da hinten, da, Ja. das ist unsere kleine Kapelle, da ist auch ein Friedhof.
dahinter. Okay. Mit einer schönen Friedhofsmauer. Oh ja, sehr schön gebaut. Hier ist der Friedhof. Schöne Idee. Paskirch Friedhof. Jo, da stehen natürlich nicht so viele dran. Das ist aber auch eine schöne Idee. Also so ein Friedhof, klar ist das nicht schön vielleicht für viele, aber es gehört halt mit zu so einer Stadt hinzu, ne? Genau. Sehr schön. Es wird immer gestorben. Ja. Hier noch ein Weizenfeld. Braucht man überall. Ja, auf jeden Fall. Da oben ist auch noch ein Turm. Das ist der erste Turm, der entstanden ist. Als Aussichtspunkt. Dahinter ist ein Gebäude, ist eine Herberge. Dort oben ist auch noch ein Wohngebäude, ein weiteres. Das ist auch die Post. Jo. Und ihr habt Genau. die Welt hier, die Welt, die gibt's seit 2016, hast du gesagt vorhin? Genau. Boah, seit 2016, ist schon knapp ein Jahr und ihr habt schon so viele Sachen hier gebaut, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Zahl hier gerade, das ist ja die Abonnentenzahl von YouTube. Alles klar. In gerundeter Form. Hier soll mal die Weberei entstehen. Okay. Und ne, hier soll die Weberei entstehen und das hier drüben ist der Schäfer, der dort wohnt. Genau. Dann hier sind noch ein paar Wohngebäude hier unten. Müssen auch alle noch eingerichtet werden. Das hier ist unsere Touristikunternehmen. Okay. Da wollten wir hinten noch ein paar Bilderrahmen aufhängen mit Büchern, wo dann die einzelnen Gegenden ihre ganzen Sachen reinschreiben können, um Touristen anzulocken. Okay. Dun, dun, dun. Finde ich witzig. Ja, ich auch. Also es ist eine coole Idee. Es sind viele kleine Sachen, ne, Ja. aber die kleinen Und Sachen sind seit der wichtig. 1.12 kann man ja auch noch Glockenklänge hinzufügen und das ist ja eigentlich praktischer, ne? Es müsste ein Geistlicher sein, der müsste so verrottetes Fleisch annehmen. Ich glaube, der nimmt Leder. Das ist ein Gerber, okay. Er ist Der nimmt. abgestuft. So, okay, dann auf geht's. Genau. Auf geht's Da oben zurück. ist übrigens die Post, das gelbe Gebäude. Hier ist unser Schreiner. Schreinermeister Udo Holzkopf. Okay. Hier soll eine Steinmetzgerei rein. Da habe ich bisher aber nur den Ofen gebaut. Aus Schamottsteinen. Okay. Genau, hier soll dann noch ein Holzladen hin. Wir hobeln ihre Türen so fein wie Seide. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Zen-Garten. So ein bisschen chinesisch angehaucht. Das ist Sand in der Mitte mit bemoosten Bruchsteinen. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Also das Ressourcenpark. Das hat irgendwas. Das hat irgendwas. Das hatte ja Norbert auch ein bisschen lange bei sich drin gehabt. Ja, ich glaube, ja, der hatte das auch mal ausprobiert. Aber ich weiß nicht, was für ein Ressourcenpark er zurzeit hat. Ich glaube, sein. Ist Fax, hat er glaube ich gerade Ach, dran. Sphex, ja, das ist auch schön. Genau, Das und jetzt auch sind ganz wir gut. wieder hier. Ah, okay. So, jetzt muss ich mich kurz mal zurechtfinden. Ich muss jetzt. Wo muss ich hin? Hier hinten muss ich hin, ne? Oder? Genau. Genau. Ach, genau. Hier sehen wir die ganzen Kisten. Okay, gut. Okay. Sehr gut. Und der Kistenback ist immer noch da. Ja? Oh je. Dass man, wenn man reinguckt, die Truhe offen bleibt, immer mal. So, dann würde ich mal sagen, geht das los. Ist auch noch Steinzeug. Wenn du irgendein Werkzeug brauchst, dann tue ich es dir holen. Ja, ich sag Bescheid. Also noch habe ich, also scheinbar
Steinspitzhacke ist noch voll funktionsfähig. Steinschaufel, ich glaube, mehr brauche ich auch nicht erstmal. Was machst du denn hier unten? Hier buddel ich gerade einen Arbeitslosen aus. Oh nein! Der ist da höchstwahrscheinlich reingefallen. So, ein bisschen Erde. Oh, das ist Nacht. Gut, dann sollten wir uns mal hinlesen. Okay. Ich habe jetzt hier 1, 2. So. 9. Das passt genau. 4. So, da kommt dann Kies rein. Genauso wie hier. Genau. So und so. So und so. Und nicht anders. So und nicht anders. Mal überlegen. Ach Mist. Kommt da noch da ein Zaun hin? Den ganzen Kies nicht mit. Brauchst du ein bisschen Kies? Ich hab ein bisschen Kies. Du hast ein bisschen Kies, ne? Ich hol mal welchen. Okay. Vielleicht brauchst du ihn ja auch noch. So, mehr brauche ich glaube ich nicht. Moment. Wo hab ich denn das? Müsste ich bestimmt am Friedhof haben, dann müssen wir mal kurz dorthin laufen. Ich habe nämlich mein Netherwarzenfeld am Friedhof. Okay, ja. Und der Friedhof ist auch bis jetzt noch ein bisschen weit ab vom Schuss. Ja, vielleicht könnt ihr ja, also das wäre so jetzt eine Idee von mir, ich weiß nicht, ihr habt ja schon einen Bahnhof begonnen und der Opa spielt zum Beispiel, ich nehme jetzt immer wieder zwei Spiele, der hat ja zu jedem Standpunkt oder so, hat er ja so eine Station gebaut, vielleicht könnt ihr das ja auch irgendwie noch machen in späterer Zukunft, also wäre jetzt nur so ein Vorschlag. Es war bei mir auf jeden Fall auch geplant, nur die Zeit ist da ein großer Faktor natürlich, ne? Ja, das ist richtig. Das stimmt natürlich. Die Tunnel müssen auch erstmal alle geplant sein. Und so ein kleines U-Bahn-System habe ich mir schon überlegt. Jo. Okay. Nochmal, zack, zack. Wie war das? War das so? Nee. So, zack. 12. Das wird nicht reichen.
Das Blöde ist auch, wir können aktuell nicht in den Nether. Oh, weil. Weil es ja mehrere Welten sind mit Multiworld verbunden. Und da ist das irgendwie übelst komisch, da den Nether zu kommen. Weil ich glaube, ich sichere mich mal ganz kurz ab. Spiele das jetzt mal live aus. Weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Das ist ja cool. Muss ich erst konfirmen. Konfirmen. Okay. Genau, aus dem Grund. Guck, na, wir sind oben drauf. Ach Gefällt so, mir ja, überhaupt den nicht. Fortschritt, wir müssen noch tiefer erreichen. Ja, da müsste ich mich jetzt hier runtergraben. Und da ist Lava. Da ist Lava. Da ist Lava, Lava, Lava. Oh, mich reicht die weiße Wolle. Ja, reicht. Reicht. Ja, sehr schön. Da drüben sehe ich gerade was, irgendwas auf der Minimap. Da ist irgendwas. Da müsste ich ja irgendwie einen Spawn setzen können. Genau. Hier zum Beispiel. Beispiel. Das könnte man ja mal machen. Ich setze es jetzt mal hier hin. Und habe ich noch irgendwas anderes mit? Holzblock möchte ich nicht gerade hier reinsetzen. So ein Sandstein ist doch, jo. Zack. Und jetzt brauche ich den Befehl, wie ich jetzt hier den Spawn setze. Und das habe ich irgendwie nicht rausgefunden. Slash. Set Spawn. Das geht nicht. Und Set World Spawn, das hat irgendwie keine Auswirkungen. Das habe ich nämlich so gesetzt. Und jetzt muss ich das nochmal eingeben. Confirm. Kannst du mir eventuell auf dem Rückweg, wenn du an den Kisten vorbeikommst, noch ein bisschen Fichtenholz mitbringen? Eine Fackel in der Hand nehmen. Ja, das kann ich tun. Sehr schön, das wäre gut. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Genau, jetzt haben wir nämlich wieder so ein Problem. Ich habe keine Ahnung warum. Fünfunddreißig, 55, 35 und wir sind bei 0, 0 und 55 rausgekommen. Oder 59, was ich überhaupt nicht verstehe. So, sind wir wieder hier und da ist unser Spawn. Wenn ich ihn hier setze, ich habe es ja auch gerade schon wieder gemacht. Set World Spawn. Dann jetzt nochmal hier, zack. Dann bin ich wieder hier. Okay, wir können jetzt sagen, zack, zack, zack. Und das ist jetzt ein Räumchen. Und jo, ihr geht jetzt mal dorthin. Das kann ich sagen. Machen wir das ganz einfach. Da ist man dann hier, da kommt man dann auch da drüber.
Ist zwar ein bisschen unsicher, aber okay. Wir haben die Fackel, die tue ich mal hier hin und dann ist die weg. Komme ich jetzt mal zurück zu dir. Achtung. Oh Gott, oh Gott. Oh. Kommst du den hier rein? Ich bin gerade Uiuiui. voll erschrocken. Ich dachte schon, hä? Sehr schön. So. Habe ich noch irgendwas bei mir? Nö. Alles gut. Oh ja. Ich glaube, wir müssen uns mal hinlegen. Oh ja. Ja. Kannst nur auf Teppich nichts platzieren, Nee. ne? Oh Gott, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Ja, okay, das ist nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich lasse mir dann noch auf jeden Fall was einfallen. Ich lasse mir dann noch was einfallen. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Ah, Moment. Sehr schön. Oh, das ging aber schnell. Also das Schlafen in der Version, das geht echt schnell. Muss ich ja sagen, das geht wirklich ratzfatz. Ja, achso, und hast du mir noch ein bisschen Fichtenholz mitgebracht? Aber es ist ein Nähter. Achso. Ja, nee, ich glaube, das gibt's ja nicht. Ich glaube, das wächst woanders. Ich bin aber schon unterwegs. Bin gleich Okay, wieder super. Supi. So, da ist Fichti. Reicht ein Stack? Stamm? Ja, locker, Holz, locker. ja, okay. Reicht ein Stack. Gehen die Werkzeuge schon kaputt? Nein, 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 die halten. Die halten. Oh, Besuch. Mein Holzmann. Sehr gut. Zack. Vielen Dank. Hätt's ruhig näher an der Straße bauen können. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht noch so einen ganz kurzen, genau sowas hinmache. Deswegen habe ich da ein bisschen Platz gelassen. Okay. Und ich bin dann mir überlegen, ob ich hier vielleicht so ein kleines Weizenfeld mache oder auch so einen Garten mit einem Brunnen oder so. Da bin ich noch am Überlegen. Da bin ich noch am Überlegen. Das lasse ich mir noch mal offen. Gut. Gut. Gut, Knut. Ein bisschen was drin, was ich brauche. Ja, genau. Das. Sehr schön. Neue Rezeptur verfügbar schon. Ach so, Kohleblock. Ich hatte gedacht, sieht so ähnlich aus wie der Obsidian. Ich hatte hier oben doch eine Werkbank. Ach, was soll's, bauen wir noch einen. Ja, ich bin aber auch immer so gemütlich, wenn ich dann sehe, ich habe keine Werkbank mit und ich brauche jetzt unbedingt was. Wenn ich sehe, ich habe noch Holz, dann baue ich mir halt schnell ein, obwohl in der Etage unter mir noch eine Werkbank steht. Da bin ich dann auch immer zu faul, um dann dahin zu gehen. Bauen wir mal ein paar Öfen. Zack. Haben wir den Stein da dran. So. So. Na, wir können auch das so machen. Zack. Genau. Guter Plan. Ihr brennt jetzt Feuerchen. Zack. Da tue ich das schon mal abtragen. 1, 2, 3, 4. 5. Und zwei rüber, genau hier. Zack, zack.
Apropos Bahnschienen. Hast du keine mehr? Nee, doch. Ich habe aber gerade einen Bahntunnel angegraben. Okay. Hier ist ein Lager. Oh, okay. Schön. Sehr schön. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich die 12 nicht dorthin gepackt. Das ist nämlich noch die alte Bahnstrecke hier, die nach Mosek führt. Okay. Jo, mal gucken, was hier unten drin ist. Bestimmt ganz viel von den Steinen, was ich brauche. Ja. Ah ja. Also Schienen werden mir mal nicht ausgehen. Jo. Was sind in den Öfen drin? Ja, außer Kohle. Irgendwas Verbranntes. Nö. Okay. Das muss ja alles noch verkleidet werden. Das muss ich aber mal, bevor das Haus fertig ist, mal ein Bildchen machen. Okay. Bildchen machen fürs Thumbnail. Na, bist du wieder runtergefallen? Oder ist das so? Der Weg ist ja nicht so einfach. Aber was heißt nicht so einfach? Nicht so. Nicht so kurz. Das stimmt. Das habe ich auf Kamera. Oh nein, wie peinlich. So. Die werde ich dort nie wieder finden. Damit es auch mehr Ofen haben, kann ich das mal hier reinpflanzen. Wo war jetzt hier Kohle drin? Da. Ah. Sehr schön. Gut. So. 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 Oder ich gehe einfach hier lang. Wo ist die Erde? Achso, ich hab gedacht, du baust hier unten den Garten. Ja, ich bin am überlegen, vielleicht baue ich den auch auf die andere Seite oder vielleicht noch irgendwie hier vorne so einen ganz kleinen Garten, aber da bin ich nochmal am überlegen. Da schaue ich nochmal, aber ich wollte hier oben die Terrasse haben.
Unbedingt. So. So, ich mal jetzt mal Steinstufen hier unten drunter. Vielleicht noch ein paar Treppen machen. Na, das geht jetzt nicht mehr. Okay, ich brauche doch mehr Treppen als gedacht. Wird gerade schon wieder Nacht. Und das heißt ja auch, nicht nur, dass wir schlafen gehen, sondern dass die Folge wieder mal vorbei ist. Deswegen seht ihr in der nächsten Folge, wie das an diesem Gebäude weitergeht und was ich hier noch vorhabe. Daneben wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao.